Hallo, ich meine Freunde, damit herzlich willkommen. Einmal hier wieder zurück, LS17 Stappenbach, zusammen mit dem Tino und den Werner. Hallo Leute. Leute. So, mein Bild hat wieder das richtige Format. Oh Das ist wow. immer das Mal Problem, wenn wieder man. Profi-Influencer am Werk. Ja, Profi-Influenza. Ich muss aber trotzdem mal mich ganz kurz abmelden. Randy? Ja. Weißt du, wem das Feld 82 gehört? Ja. Wem denn? Mir. Würdest du das verkaufen? Natürlich. Was hat das gekostet? Ich glaube, um die 25, kann das sein? Moment. Da war jetzt das Problem. Ich guck mal kurz unter Dokumente. Felder. Was wolltest du haben? 82, glaube ich, war das. 82, ja. 83? Ich habe schon noch ein Feld 86 und Feld 87 eingetragen. Was hat das Feld gekostet? Warte mal, immer noch mal kurz gucken, ob das wirklich meins ist. Das ist Ja. ja das, was an der BGA von ja, doch, doch. Das da war, da ist ein Zuckerring drauf. Das kann sein, ja. Das habe ich einfach nur gekauft. Lassen Sie mich im Schlauchloch nachgucken, ja? Ja, gucken Sie mal nach. Ich schätze mal um die 25. Vielleicht waren es auch 23, ich weiß nicht ganz genau. Was ist da vielleicht mit dem Log passiert? Weiß ich nicht. Wurde der Server neu gestartet? Was kann sein? Da haben wir ein Problem, weil der Log geht nur noch bis zum 25.10. Moment. Hallo? 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 Kann mir einer von euch einen Gefallen tun, bitte? Welchen? Kann mir bitte einer im Singleplayer nachschauen, was die 82 kostet? Singleplayer. Oh. Ich müsste nur wissen, was der Grundpreis des Feldes war auf Spielstufe normal. Mal gucken, wie schnell bei mir jetzt startet. Okay, ich glaube, es hat sich gerade Acht, erledigt. acht, acht. Nee, 82. Aber ich glaube, ich habe es gerade erledigt. Danke. Ja. Ich war im falschen Log. 30.000 habe ich dafür bezahlt an Selu. Drei. Warum an SLU? Okay. Ja, ne, weil das Feld gehörte mir ja nicht. Dann wollte ich es kaufen, dann wollte ich es Tino und dann sind Endpreis 30k. Ah, okay. Würdest du das verkaufen? Würde ich verkaufen. Okay, dann müssen wir auf den Manus warten. Auch wiederum richtig. So. Guten Tag. Hallo. Es gibt gleich eine Aktion. Oder Auktion, sorry. Eine Auktion? Ja. Okay. Oder eine Versteigerung. Feld 30, Randy. Feld 30 gehört Randy. Ich würde es gern Hä? abkaufen. Nee, 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 Ah, Feld Feld 82. 82, sorry. Für 30.000. So, jetzt habe ich es im Kopf. Ich würde das gerne kaufen, aber wir brauchen da. Also, wenn du das haben willst, musst du da jetzt müsstest du da jetzt mitbieten. Ja, die 82. Die 82. Sind Zuckerrüben drauf. Brauche ich nicht. Okay, Randy, wie viel willst du da drauf haben? Oder wie viel darfst du da drauf haben? Ich weiß es nicht. Der Start ist ja 30, ne? Dann biete ich 31. Oh. Und da ja kein anderer mitbietet. Ist meins, danke. Auch wiederum richtig. Brauch einen Parkplatz, Alter. Das geht nicht weiter so. Könnte ich mir gerade schon denken, ey. Boah, es ist Dass unvorstellbar. du das als Parkplatz Jedes nutzen Mal in willst. diesen kleinen Kackhof rein, das geht nicht. Ja. Aber fahr doch zur Schafweide, wurde dir doch geschrieben. Die ist viel zu weit weg. Ja, ne? Ist oben bei meiner BGA, oder? Ja. Ja, na, das ist blöd. So. Das ist Tatsache etwas blöd. So, Randy? Ja, bitte. Ich habe dir das jetzt überwiesen. Richtig. Gut, dann ist das erledigt. Danke. Bitte. Das war der Neupreis des Feldes, also das war der ursprüngliche Kaufpreis. Keine Ahnung. Was? Das wolltest du mal haben, glaube ich. Also was dieser ganz, ganz erste war, keine Ahnung. Dann wollte ich es kaufen, dann hast du mitgeboten, dann sind wir bei 30k rausgekommen. Und dann gilt ja im Endeffekt 30k als Standpreis. Also ich habe im Singleplayer das angeguckt, das kostet irgendwas um die 23, 24 normalerweise. Okay.
Okay. So, ich bin ganz kurz beim LU. Mache das. Die ganzen Rechnungen. Hallo. Ja. Hallo. 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 Haben wir denn heute Arbeiter? Ja. Oder ist schon jemand für mich unterwegs? Ich weiß es nicht. Ja, für Sie ist bereits jemand unterwegs. Und zwar ist Dome theoretisch schon am Arbeiten bei Ihnen. Was macht er? Ist auch die Pellets-Produktion bei Ihnen angelaufen. Das wäre die Mäharbeiten, die Sie uns in Auftrag gegeben haben. Okay. Haben wir heute nur einen Helfer? Wir sind heute... Nein, heute werden zwei Helfer. Soweit dann kriege ich noch einen, oder? Nein. Weil? Weil die Pelletsanlage auch schon läuft. Ah, das zählt als Arbeiter jetzt? Meines Wissens schon. Das hat früher nicht als Arbeiter gezählt? Nicht? Okay, dann bin ich falsch informiert. Dann würden Sie theoretisch noch jemanden bekommen, ja. Wenn es noch einer frei ist, ja. Ja. Das größte Anliegen, was ich momentan habe, das müsstet ihr aber mit euren eigenen Maschinen machen, wenn das geht. Die 82 einmal grubbern, bitte. 82. Oder? Nee, warte. Doch, 82. Die müsste ganz dringend gegrubbert werden. Okay. Da die sind irgendwas Zuckerrüben, bla drauf, das muss weg, das Zeug. Okay, die Mäharbeiten laufen aber weiter. Die sind abgeschlossen soeben. Abgeschlossen, sehr gut. Ja, dann kann man ja, glaube ich, zettern muss auch noch, oder? Genau, das muss auch noch. Das kann dann der Big X-Fahrer oder Big M-Fahrer dann machen. Herr Benner, genau, ihr seiner. Das ist gut. Würden Sie bitte einen Plattformwagen bitte zu uns an die Pelletpresse oder an die Abpackstation bitte bringen? Ja, ist kein Problem. Weil wir haben wieder ein paar Paletten für Sie. Ja, ist kein Problem. Gut, das heißt, das nächste bitte unbedingt 82 grobern und dann können wir uns nochmal unterhalten. Okay. Dankeschön. Dann wird das passieren. Bis später. Bis später. Ja, da zieht's dir die Schlüpper aus, ey. Da bist du auf einem anderen Planeten. Das ist richtig. Schlüpper aus und nicht wieder gehen, oder? Schlüpper aus? Nee. Ich hab nur gerade mal erzählt, was das Krankenhaus mir gesagt hat, was ich an Schmerzmitteln nehmen soll. Ja. Ja, 8500 am Tag. Ach. Du bist ja fast schon auf einem Level von einem Stier. Ja. Aber wirklich, also früh, Mittag, Abend und Nacht jeweils 2500er. Das ist so krass. Ja. Also ich hab's nicht genommen, davon mal abgesehen, weil mir das selber ein bisschen zu krass erschien. Das sind 4000er am Tag. Also ich weiß, von der 1000er, da bist du auf einem anderen Planeten. Ich wollte gerade sagen, da kannst du dir... Da kann ich immer deine reinhauen, du spürst das gar nicht. Ja, und wenn du davon 4 Stück nimmst, über den Tag verteilt, dann glaube ich, bist du Dauer. Da bist du, ja genau. Und deswegen habe ich da am Mittwoch nur 3 Stück genommen insgesamt, also 3 500er. Ja. Und ich glaube, deswegen war auch der Tag so grauenhaft. Da war auch nur der Livestream ganz kurz, glaube ich, ne? Ja, war nicht aushaltbar. Dann danach direkt noch eine genommen, mich irgendwie versucht gerade hinzulegen. Und das Problem ist, ich weiß nicht, wie ihr schlaft, ob ihr auf der Seite schlaft oder. Ich muss Seite. Weil, ja, ne? Eigentlich ich schlafe auch nur Seite. Ja, da auch. Also so sind wir also die typischen Seitenschläfer. Ja, das ist das Problem, wenn du nur auf dem Rücken liegen kannst. Ja, gut, Seite ist halt das Ding voll belastet, ne? Naja, also ich muss mal wie so eine Schwangere. So ein Kissen zwischen die Beine klemmen, dass ich mich halbwegs ein bisschen auf die Seite drehen kann, dass man halt die Beine nicht so aufeinander liegen hat, wegen der Leiste halt, ne? Aber ansonsten ist es halt so, wie es ist. Aber es ist von Mittwoch auf Donnerstag, es ist ein ganzes Stück besser geworden und ich bin jetzt eigentlich guter Dinge, dass es halt täglich spürbar besser wird. Das ist ansonsten wirklich ein Heugraum. Irgendwie zweifle ich langsam an der Kompetenz des LUs. Schon wie immer noch. Da liegt schon wieder jemand. Ich gehe jetzt einfach. Ich weiß schon jetzt, warum die überall mit 2 Traktoren rumstehen. Einer ist nur zum Schubsen für den zweiten, wenn er umfällt. Ach lol, ernsthaft? Ja. Liegt ein Teleladder mitten in der Palettierung drin, ne? Oh, okay. Ich weiß nicht, was die da machen. Problem ist, ich kann auch nicht lachen, ne? Ja gut, dann lass mal das sein. Ja, also, was auch ganz schlecht ist, ist Niesen, habe ich festgestellt. Oh ja, glaube ich, ja. Macht so, ist irgendwie so komplett.
top ist. Oh, ich weiß auch nicht so richtig. Ach du grüne Neune, wie lange braucht denn der, Alter? Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Für was denn? Um mir eine Strecke zu fahren. Das weiß ich nicht. Aber es läuft überall gleich schlecht mit dem LU. Ja? Andere Projekte ja auch, oder wie? Nee, hier meine ich, bei Stammbach. Achso, okay. Auch 10 Jahre auf meinen Anhänger warten. Aber so sind sie natürlich nette, fähige Leute. Aber naja, das ist halt alles ganz ohne. Hier gibt es halt auch nur extra Wünsche, muss man auch dazu sagen. Nur extra Wünsche, inwiefern? Naja, es ist ja nicht so alltäglich, oder? Was unsere Bedürfnisse betrifft. Das auf alle Fälle. Ja. Mal irgendwie gehandelt kriegen. Bin ja gespannt, ob ich die Folge noch in Gruppe bekomme. Oh, Werner Gruber, was hast du denn da vor? Ja, die Zuckerrüben weg von dem Feld, was ich gekauft habe. Achso, bist du weg, Gruber? Ja, aber sonst ist ja kacke. Müll. Ja, das. Bitte? Ey, ne? Ohne Mist, ey. Ohne Mist, ey. Was ist jetzt schon wieder? Oh, Renny, ey, nee, ohne Mist. Was denn? Ich habe jetzt wirklich nichts gemacht. Oh, ich. Nee. Hino, ich habe jetzt wirklich immer nichts seine gemacht. Immer seine kleinen Neckereien machen, ne? Ich habe jetzt wirklich nichts getan, also ohne Witz jetzt. Siehst hast du mein Schneidwerk zusammengeklappt beim Hexen? Nein. Bin die ganz. Also wirklich? Ja, ich schick's dir nach und gerne. Ah, nee, warte mal, dann habe ich vielleicht selber falschen Knopf gedrückt. Das kann schon sein, aber das will ich jetzt nicht ausschließen. Okay, aber die aber es sieht schon so einfach so nach Handy aus. Die Erfahrung zeigt, ja. Da war mal was. So mal in den Häcksler switchen, das Schneidwerk zusammenklappen. Klassiker ist auch abkuppeln. Das ist ein alter Klassiker, das ist richtig. Ja, abkuppeln ist generell Rennys Ding. Oder Freezes. Oder Freezes, ja. Das hat aber auch nur von Renny. Ach so. Naja. Ach ja. Aber es ist gerade sehr schön zu Hause. Man hat so zwei Halbinvaliden. Weißt du, die beide nicht bis runter zum Boden kommen. Das ist auch so ein Problem, ne? Meine Frau mit der riesen Wanne vorne dran und ich kann mich gleich gar nicht bücken. Da muss ich mir noch die Strümpfe anziehen. Das ist leider das, was ich überhaupt nicht hinkriege. Ja, gut, das glaube ich. Also Strümpfe anziehen geht nicht und naja, irgendwie die Boxershorts muss ich halt, naja, auffädeln. Dauert halt so 10 Minuten, keine Ahnung. Naja. Einfach keinen anziehen. Wäre auch eine Möglichkeit, aber wenn man dann doch mal rausgeht und den ganzen Tag drinnen liegen, das geht einfach nicht. Das ist auch richtig. Aber beim Rausgehen wird es dann kalt. Ich habe mich dann gestern, trotz der wirklich gestern beschissenen Schmerzen, war ja Halloween gewesen. Ja. Und naja, die Kleine ist halt auch durch die Straße mal gelaufen, geklingelt. Dann bei uns in der Straße ist die Feuerwehr. Die machen dann auch nochmal extra für die Kinder so ein bisschen Kinderpunsch und Braten halt, kann man eine Bratwurst essen. Und oder kann Bier trinken, was auch immer. Finde ich halt cool, weil wird sehr, sehr gut angenommen. Sind halt immer sehr, sehr viele Leute und ich habe gesagt, es ist jetzt egal, wie es tut, ich gehe jetzt mit raus, eine halbe Stunde, Stunde. Ich muss einfach mal eine Brille drücken. Hm. Ja. Aber naja. Das ist schon immer so eine Prozedur. Das kann man nur vorstellen, ja. Stimmt. War ja gestern, also Aufnahmezeitpunkt für die Zuschauer, nicht, dass ihr euch jetzt denkt, hä, sind die so dumm für Feiertage? Gestern war der Feiertag, wenn wir von gestern sprechen, war der Feiertag. Genau, da war der 31. War bei mir auch so, ich hatte wieder eine sehr lustige Situation, kurz vorm Livestream, hat mir nämlich gar nicht gefallen. Okay. Es klingelte. Ich denke mir so, hä, Feiertag, Post kann es nicht sein, du kommst auch nicht. Klick vielleicht, aber... Der kann mich anrufen, wenn was ist. Ja, gehst halt mal dran. Ne? Ist so in der freundlichsten Stimmung. Ja. Nichts, außer irgendwelches dummes Kinderladen, weißt du? Ach so, ja. Mhm.
So freundlich wie ich dann und irgendwas an den Briefkästen da am rummachen. So freundlich wie ich bin, sag ich natürlich, verpisst euch. Ne? Weil 20 Minuten vorm Livestream, da kann ich sowas nicht gebrauchen. So, wisst ihr ja selber, ne? Bevor du einen Livestream anfängst, da muss ja auch erstmal, ne? Das Wasser mit Limettensaft gepresst werden, ja, und ich muss mich ausleuchten. Aber naja, gut, also das dann wieder. Ich schaue einen Livestream an, habe immer so 5 Minuten vorher, ne, und so weiter und so fort. Klingelt's wieder. Denk mir, Alter, geh wieder ran. Sag, verpisst euch. Eine Mutter. Deine Mutter? Nee, ne Mutter. Achten. Wie redet er? Sag, ich guck kurz auf den Monitor. 4 Minuten, schaffe ich kurz. Botten an, Jacke drüber, nach unten gestürmt. Dings sage, was ist denn jetzt das Problem? Die können doch hier nicht mit meiner Tor, ne? Ich sage, klar, kann ich. Ne? Ich sage, heute ist Reformationstag. Ja, ihr mit euren scheiß Halloween jedes Mal. Ich sage, ja, dann ist aber abgedreht. Das du Lustige. Hast nichts Süßes mit runtergenommen für das Kind? Ich hab nichts Süßes daheim. Und außerdem, Kind. Man möge, ich, liebe Zuschauer, ich darf das. Man möge die Situation vorstellen. Das Kind. Ich weiß nicht, was es darstellen sollte. Ich nenne es einfach mal eine Torte. Und die Mutter. Die Verkleidung, meinst du? Ja, ja. Und die Mutter, die war dann, ich weiß auch nicht. Die sah so aus, als hätte sie schon 20 Torten gegessen. Und während sie mich dann noch blöde anmachte, noch mit ihren, ich weiß nicht, was es war, noch schön, ne, in der Küche rumkauen, also sprich noch fressen nebenbei, da weißt du, wie die Situation aussah. Sehr gewählte Worte heute bei Randy. Er hält sich aber noch zurück. Gewählt? Er hält sich noch zurück. Ich halte mich dementsprechend noch zurück, weißt du? Also, ist, achso, ich bin voll, ja, Wahnsinn, blöd. Weißt du? Also, das war wieder so eine typische Dings da, wo ich mir denke, habe ich noch nie, doch, habe ich eh mal gesehen, Nachbarblock drüben. Na, gedacht, ah ja, alles klar. Neben den Rentnern wohnen nämlich teilweise, ziehen jetzt die Assis langsam auch hierher. Habe eigentlich gedacht, das haben wir aus Altenburg gelassen, aber anscheinend ja nicht. Kannst du nichts machen. Ja, nee. Das war dann dementsprechend. Und dann, eine Minute bevor das Scheißding losgeht, wieder wirst du hochgestürmt, kannst dir vorstellen, 5. Stock. Ja, bin ich auch sehr fit dabei, weißt du, und dann so halb geschnieft in Livestream begonnen. Gibt schönere Dinge. Aber ja, das war Halloween. Hast du gestreamt in der Saxonia hier? Saxonia, ja. Ja, die Zeit läuft, ne? Oh. Ist richtig. Das ist auch ab mit dem 19er. Werner, wie wird's bei dir laufen mit deinen ganzen 17. Projekten? Mit den 17. Naja, oder mit dem 19er ist ja wurscht. Wie meinst du? Wie wird es bei dir laufen mit den ganzen Projekten? Auch von heute auf morgen alles beendet? Ja, ich nehme auf alle Fälle noch für die heiße Woche, sagen wir mal, nehme ich noch alles im Vorhinein dann auf. Ja. Und aber sagen wir mal so, die Projekte werden sich die Klinke in die Hand geben. Ja, also du wirst auch 17er wahrscheinlich dann, ne? Ja, ich schätze mal schon. Vielleicht eine Sache, die ich noch fortführen werde im 17er, das weiß ich auch noch nicht genau. Weiß ich noch nicht, weil du kannst am Anfang halt nur diese 2-3 Karten spielen, die da sind, mehr nicht. Naja, das würde ich so noch nicht pauschalisieren. Sag ich jetzt einfach mal so. Zeig ja, die Erfahrung. Weil ich denke schon, dass einige Mods schon am Start sein werden. Ich hoffe. Ich hoffe es, sag mal so. Natürlich nicht. So. Ich kaufe etwas. So. Könnte vielleicht kurz laggen. Oh, es gibt Schönes. Eine Palettierhalle. Das sollte ein sehr großes Leck werden. Ist nicht schon platziert. Also. Alles gut. Der vom Stappenbach fährt vorbei. Der sagt, warte mal, die Halle war vorne und nicht da. Warte mal, muss ich mir die zuweisen? Wäre nicht schlecht. Objekte, so. Futterlager. Pellethalle, guck dir das mal an, das muss man zuweisen.
Ich habe auch noch nie gesehen. So, Randy, wie kommst denn du voran? Oh ja, passt schon. Also, mal gucken, ob das jetzt voll wird. Aber falls ja, Hammer, hast du dann gleich den, hast du gleich den ersten Trailer voll. Ja. Wenn du den Trailer voll hast, kannst du den bitte irgendwo abstellen dann. Also leer, in der Halle, ja. Oder du machst kurz den Waldra weg, dann nehme ich ihn selber mit. Wir können dann auch in meinen eigenen Anhänger reinkippen. Ah ja. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Diesen hässlichen Killingbird, oder? Ja, genau. Der passt von der Höhe, das habe ich getestet, ist alles gut. Ja, passt aber auch bedeutend weniger rein, ne? Ja, ist egal. Deswegen habe ich ja das Feld genommen, weil dann ist es nicht weit, die Strecke. Ah ja. Hast du auf das Feld eine Palettieranlage geklatscht? Klar. Echt jetzt? Klar. Ja, für Gebäude platzieren gibt es keine Regel, ne? Ist richtig. Ich habe mir zuerst überlegt, ob ich mir eine Solaranlage kaufe, aber ich dachte, nee. Lass mal sein. Wirft das noch genug Gewinn ab? Nee, ne? Ja. Nee, das lohnt sich nicht. Wenn du dich massenhaft platzierst. Selbst die Windräder bringen, glaube ich, pro Stunde 125 Euro, kosten aber auch eine Million. Nee, die bringen mehr. Ich glaube auch, dass die mehr bringt, aber es lohnt sich nicht mehr, glaube ich. Steht im Dings. Das hätte man vielleicht am Anfang machen sollen. Ne, hier, weil der Dings da. Na, ist auch schön. Ja, ja, bei der Mod-Beschreibung. Genau. Ich behaupte mal, die Halle stand da gerade eben noch nicht. Deswegen fahr ich da mal hin. So. Soll ich es nicht gleich auskippen? Doch, kannst du. In die erste Box rein, bitte. Na gut. Da beide leer sind, sind es ja, keine machen, Zahlen wie gibt, ne, nehme ich jetzt einfach mal. Kannst rechts. Du machen wieder. Fährst du erstmal gegen die Wand, hast du recht. Ja, ist richtig. Das geht ja nicht anders. Bei der Anhänger sieht doch auch schon ganz schön mitgenommen aus. Hä? Weiß nicht. Ach so, das sieht noch so kacke aus. Wir sind fertig, Leute. Jo, super. Ja, dann in dem Sinne, Däumchen da lassen nicht vergessen, bei den anderen zwei vorbeischauen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann, auch da ran. Tschüss. Ciao. Tschüss.